Hallo Leute, weiter geht's bei Eternal Darkness. Und ich muss es kurz loswerden, ich komme jetzt gerade direkt von einem Vorstellungsgespräch, ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Fräulein da mich aufgenommen hat. Ob gut oder schlecht, oder vielleicht fand sie mich sogar ein wenig attraktiv, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung, aber ich hoffe, dass ich so bald wie möglich eine gute Antwort von ihr bekommen werde, ja. Aber was interessiert euch das eigentlich? Ihr seid hier, um das Spiel zu sehen, und deswegen spielen wir auch weiter. So, wir sind jetzt hier offenbar im Krieg. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Auf jeden Fall haben wir einen Glückspenny dabei, super. Fühle ich mich doch gleich viel sicherer. Und nun können wir uns mal ein wenig hier umsehen. Ja, von draußen hört man die Schüsse. Ja, wenn es nur Schüsse wären. Kann ich da durchgehen? Kann ich, oh mein Gott. Ich will mich hier draußen noch nicht weiter umsehen, aber ich glaube wirklich, diese Kirche kennen wir. Ich kann da nicht hochgehen, nein. Hier hinten ist auch nichts. Diese armen Seelen, bedeckt mit blutbespritzten Laken, haben diese Welt verlassen. Für sie hat das Leiden nun ein Ende. Für die anderen um sie herum geht das Martyrium weiter. Oh je. Oh je. Kann ich in diese Erste-Hilfe-Zelte reingehen? Geräusche des Stöhnens und Klagen dringen leise hinter den Leinenvorhängen hervor. Geflüsterte letzte Worte. Verzweifelte Gebete für die Geliebten. Worte, die nur von denen gesprochen werden, die den Tod vor Augen haben. Ach du Scheiße. Der Soldat wirkt bekümmert. Vielleicht hat er viele seiner Freunde in den Schützengräben verloren. Er ist der Meinung, dass die guten Geschichten immer die traurigen Geschichten sind und dass die wahren Helden in den Leichenhallen zu finden sind. Ja, ist nicht so ganz unwahr. Was sagst du denn? Mit mütterlicher Stimme bestimmt die Schwester, dass Peter etwas Schlaf braucht. Bin ich Peter? Ich glaube ja. Oder Peter Jacob hieß der, genau. Da ist Licht drin. Kann ich da reinsehen? Nö. Aha, da hinten. Aha, ich sehe schon was. Aber ich möchte zuerst zur Orgel. Denn da steht einer. Was sagt er mir denn? Dieser Wachposten runzelt die Stirn und führt Peter von der Orgel weg. Er erklärt, dass dies eine der wenigen Antiquitäten in dieser Gegend ist, die den Krieg bis jetzt unbeschadet überstanden haben. Und diese Orgel werde, solange er lebt, auch intakt bleiben. Ja, ist gut, ich gehe schon. Ich gehe schon. Hier runter kann ich dann offenbar auch nicht, nö. Die Wache erklärt in ruhigem, aber bestimmten Ton, dass dieser Bereich für Zivilisten gesperrt ist. Alles klar, mein Freund. Ist schon gut. Ist schon gut. Hier hinten vielleicht noch was, das ich aufsammeln kann. Nö. Da ist was. Ha. Der, was? Tabernakel der Kathedrale besteht aus altem lackierten Mahagoni. Tabernakel. Spiel, hör auf, Wörter zu erfinden. Tabernakel. Aber natürlich muss so irgendetwas Komisches aus Mahagoni sein. Ja, das muss einfach sein. Seine Türen sind verschlossen und offenbar lassen sie sich nicht per Hand öffnen. Ja gut, dann halt nicht. Sehr gut. Da liegt was. Ich sehe es doch. Da, das hier. Ein Brief. Peter findet einen versiegelten Umschlag, der anscheinend vergessen wurde. Nehmen, ja. Möchte ich mir jetzt hier noch kurz rechts umsehen? Oh nein, das sind noch mehr Tote. Will er was zu denen sagen? Nö. Aber hier komme ich auch nicht durch. Alles klar. Schroff fragt der Wachposten Peter, ob er die Erlaubnis hat, den alten Turm zu betreten, da er Sperrgebiet sei. Offenbar nicht. Vielleicht ist hier drin die Dingens, die Erlaubnis. Öffnen, ja. Befehle für die Soldaten. Oh, Befehle für die Soldaten. Vielleicht kann ich wirklich da reingehen. Prüfen. Eine offizielle Nachricht auf dem vorgeschriebenen Armeebriefpapier. Gefreite Thompson. Auf Befehl von Leutnant Hargraves. Hargraves. Im Namen seiner königlichen Hoheit George V. werden Sie angewiesen, Ihren Posten mit sofortiger Wirkung zu verlassen und in den Straßen außerhalb der Kathedrale Oublier zu patrouillieren. Weitere Anweisungen erhalten Sie bei Ihrem Patrouillenführer. Gott schütze den König. Ich versuch's einfach mal. Befehle. Die Wache inspiziert das Papier mit dem Befehlen und händigt sie wieder an Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Ja, war mir klar, aber hätte ja sein können. Bestimmt steht draußen beim Eingangstor der Kirche auch so ein Typ. Ah, da liegt jemand. Wie geht's dir denn? Er atmet auf jeden Fall noch, aber ich kann
ihn nicht fragen, wie es ihm geht. Gut, er schläft. Warum sollte ich ihn auch wecken? Vielleicht ist es das Beste, was er gerade tun kann. Mann, diese Kriegsgeräusche von draußen, die machen mich ganz irre. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Moment mal. Ah, ich habe noch nicht mal ein Buch, verstehe. Hier muss ich 7 Runen sprechen. Wie bitte? Ich kann doch erst 5 sprechen, oder nicht? Die Wände sind mit sonderbarer farbigen Linien bedeckt. Unter diesen Mustern befinden sich Stufen, die in die Wand führen. Ins Nichts hinein. Okay. Ja, ich habe ja auch noch keinen Foam of Eternal Darkness. Ich habe noch keine Magie. Ich habe gar nichts. Deswegen müssen wir offenbar doch hinausgehen. Vielleicht finden wir hier noch was. Überall Blutspritze auf den Laken. Was heißt I? Es sind Menschen, aber... Es sind arme Menschen. Oh je, Krieg ist sowas von grausam, verdammt. Hört auf damit, ja? So, ist hier eine Karte? Ne, will er nichts dazu sagen. Hier vielleicht Konserven oder so, keine Ahnung. Was ist da passiert? Was ist das Blaue da unten? Nur ein Teppich oder wie? Was ist das? Ein Schrank, der umgefallen ist oder was? Ich sehe es gerade nicht, oder? Einfach nur eine Erste-Hilfe-Kiste vermutlich. Der Wachposten tritt von einem Fuß auf den anderen, ganz offensichtlich gelangweilt von seiner Aufgabe. Er wartet auf seine Ablösung oder vielleicht auf einen Einsatzbefehl. Moment mal, da geht's doch gar nicht raus. Da war ich mal drin gefangen, oder? Hier geht's raus. Da die Front immer näher rückt, wurde eine Ausgangssperre verhändigt. Der Aufenthalt außerhalb des Hospitals ist nicht sicher, da die Invasoren auf jeden schießen, den sie sehen. Peter entscheidet sich dafür, im sicheren Gebäude zu bleiben. Okay, meinetwegen. Und hier? Ich kann hier den Turm hochgehen. Alles klar, wer bist du denn? Mit mütterlicher Stimme bestimmt die Schwester, dass Peter etwas Schlaf braucht. Ja, ja, danke. Untersuchen. Tief im Gang stehen Kisten medizinischer Ausrüstung, die auf ihren Einsatz warten. Morphium, Bandagen, Ederpressen, Antiseptika. Das ist unendlich, alles klar. Kann ich hier durchgehen? Ja, offenbar. Oh Gott, hier oben sind noch mehr Opfer. Scheiße. Oh je. Kann ich hier noch weitergehen? Offenbar, ja. Hier ist nix, hier ist nix. Da liegt was auf der Kiste. Nehmen. Der Brief eines Soldaten liegt auf einem Haufen medizinischer Ausrüstung. Nehmen, natürlich. Natürlich. Gleich mal lesen. Brief eines Soldaten 2. Prüfen. Zweiter Brief. Des gefreiten Reginald Jackson an seine liebe Margaret. Nun bin ich schon über eine Woche hier und man sagte mir immer noch nicht, wann ich entlassen werde. Seltsame Dinge sind geschehen. In der Nacht verändern sich die Stimmen, die durch die Kathedrale heulen. Das Echo von Stimmen, die niemandem gehören, bricht sich an den Wänden und Korridoren. Vielleicht sind das Geister, die nicht zur Ruhe kommen, oder die Geräusche von Bewegungen oder Geflüster. Ich kenne den Krieg und seine Schrecken, aber die Geräusche, die nachts in diesem Hospital zu hören sind, erschrecken mich mehr, als ich dachte. Was passiert hier in der Nacht? Warum fühle ich mich bedroht? Meine Ängste verstärken sich, wenn ich den Gesprächen der anderen jungen Soldaten zuhöre. Einer sagte, er habe mitten in der Nacht Hilfeschreie gehört. Schreie, auf die nur das Fauchen von Wut antwortete und nicht die Stimme der Hilfe. Ein anderer berichtete, dass Obergefreiter Haskell nicht aus dem Dienst entlassen worden sei, sondern vermisst werde. Ich starre auf sein leeres Bett, mit einem unheilvollen, ängstlichen Gefühl, das an meinem Herzen nagt. Oh je. Hier oben müsste doch die Glocke sein jetzt, oder? Ja, aber hier ist scheinbar gar nichts. Nur Dunkelheit. Ich will hier rausgehen. Hier ist scheinbar nichts. Gut, dann kann ich vermutlich nur nach draußen. Ich will gar nicht nach draußen, verdammt. Warum sollte ich das tun? Da draußen herrscht die Hölle, verdammt. Was? Untersuchen. Ah, ich kann da nach unten sehen. Sieht man irgendwie was Wichtiges? Was ich meine, jetzt Spielrelevantes, ja? Sieht nicht so aus. Dann zeigen wir mal dem anderen Soldaten da unten unseren Befehlsbrief, den wir gefunden haben. Okay. Hab grad nicht gesehen, wo ich hier weg kann.
Okay, Typ, pass mal auf. Ich habe hier Befehl für Soldaten, das hier. Was? Ah, ich stand nicht nah genug, vermutlich. Benutzen. Der Wachposten faltet die Papiere mit den Befehlen auseinander und liest sie aufmerksam. Teufel auch! Wir müssen uns in der Offensive befinden. Er folgt den neuen Befehlen und verlässt seinen Posten. Okay. Tschüss, Typ. Ja. Gut, dann kann ich jetzt hier durchgehen. Was zum Teufel ist hier passiert? Elle nulla Priscilla Menons. Leute, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir diese drei Bilder da oben übersetzt. Ja, ich kann nicht Französisch. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar. La victoire est à nous. It's observant la... Ich versuch's gar nicht erst, verdammt. Mein Französisch ist... Ah, jetzt sieht man's gut. Ah, verstehe. Diese Poster sollen die patrouillischen Gefühle wachhalten, indem sie erklären, dass die Alliierten den richtigen Kampf kämpfen. Dies ist für die Bewohner des Raumes, deren kalte Körper auf dem ebenso kalten Boden der Kathedrale liegen, nur ein schwacher Trost. Ja. Bitte übersetzt mir das und schreibt mir in die Kommentare. Es würde mich wundern nehmen. Da liegt was. Ein Revolver! Oh ja, nimm das Ding, unbedingt. Wow. Scheiße, jetzt ist alles dunkel. Kann ich das hier benutzen? Nee, ich kann es einfach nur in der Hand halten. Super. Untersuchen. Peter sieht dem Kreis des Krieges gegenüber wie Baumstämme aufgestapelt menschlicher Körper. Die blutigen Körper junger Männer, die im Kampf für ihr Land und das Land der anderen das größte Opfer gaben. Ja, ja, ist gut. Ach, nee, ist nicht gut, aber... Wie komme ich jetzt hier raus? Sorry, Leute, ich sehe gerade ganz wenig. Kann ich das benutzen, bitte? Hallo? Kann ich das nicht einsetzen? Oder muss ich das mixen? Mixen damit. Nehmen. Jetzt kann ich das damit. Hä? Super. Habe ich beinahe ein bisschen was gesehen. Hä? Laden. Aha, laden. Okay, lade ich das mal. Da habe ich einfach mal so eine Portion verschwendet. Das ist nicht so cool. Ich werde das gern weglegen. Ja, hier ist nämlich die Tür. Kann ich rausgehen. Oh nein. Oh nein. Alles klar. Alles klar. Ich habe verstanden. Hier, diese ganzen Statuen hier. Ah, das Bianchi. Ah, ist jetzt auch da, natürlich. Und wir nehmen das Buch. Wir nehmen es, komm. Ja. Na, dann habe ich immerhin Magie. Und das ist schon mal besser als gar nichts. Okay, raus da. Oh nein, es ist dunkel. Oh, was zum Verdammten! Scheiße, was war das für eine Farbe? Grün! Ich brauche irgendwas Rotes. Ich brauche irgendwas Rotes. Isolierung, sprechen, das da rot. Bitte, lass es funktionieren. Schnell! Nein! Warum hat das nicht funktioniert? Fick dich, du Drecksvieh! Ja, stirb! Stirb! Nein! Ich muss hier weg. Stirb doch mal! So. Oder kann ich mit sonst irgendwas angreifen? Mit dem Glückspenny vielleicht benutzen? Nö, keine Ahnung. Ich habe 6 Schuss. Das ist quasi nix. Scheiße. Es ist hier so dunkel. Ich muss irgendwo eine Fackel übersehen haben. Hier oben vielleicht? Nee, hier oben ist... Wow! Willst du mir was tun? Wollte die mir was tun? Sie kam mir entgegen. Ich habe... Ich weiß nicht. Muss ich jetzt hier durch? Ja, vermutlich. Oh nein. Oh nein! Ich muss sie beschützen. Ich muss sie beschützen. Nehmen. Wo ist sie?
Nein, das Vieh! Nein, ich muss noch mal so ein Ding sprechen, verdammt. Isolierung, aber die kleine und ich nehme das da. Nein! Fick dich! Nein! Stirb! Stirb! Na! Stirb! 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 Nein! Jetzt kann ich vermutlich so ein Ding sprechen. Ich hoffe doch. Isolierung, das da. Mach rot, komm. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch nichts. Doch, ich hab das da. Ah, die tut mir auch weh! Nein! Ihr verdammten Drecksviecher! Hallo, ich seh nichts mehr! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Ich bin... Ja, super! Ich habe nichts mehr gesehen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hasse sowas. Leute, das war's für heute mit Eternal Darkness. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!